Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Schlosskonflikt. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich wieder eine neue Folge oder im Anschluss noch eine neue Folge aufnehme, da wo ich noch die legendären Heldenkarten öffne. Das wollen wir in dieser Folge mal machen und generell halt Zeug öffnen. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal hier diese tollen, spannenden Gildentruhen, die richtig viel bringen. Genau, im letzten Video habe ich ja 40k Gems gerollt. Das war ziemlich erfolgreich, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ihr das nicht angeschaut habt, das Video, dann verlinke ich euch das jetzt oben rechts nochmal, dass ihr euch das dann in der Infokarte nochmal angucken könnt. Ich schreibe es auch nochmal unten in die Kommentare rein. Das war auf jeden Fall ein richtig nices Video. So, dann verkaufen wir nochmal ein paar Bücher. Die laufen irgendwie immer voll. Weiß auch nicht. So, perfekt. Jetzt wollte ich schon wieder anfangen zu rollen. Ich bin voll im Rollfieber. Ja, hier hatte ich jetzt bloß das hier bekommen gehabt. Ja, das ist nicht so gut. So, wir öffnen die Heldenkarten. Einzeln oder gleich alle auf einmal? Ja. Wir gucken uns erstmal an, was wir da überhaupt draus bekommen können. Paladin braucht man nicht. Ninja braucht man nicht. Succubus braucht man nicht. Champion nicht. Nicht, 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 nicht. Brauche ich überhaupt hiervon? Ich brauche nur SK. Ja, ich habe mich mal kurz umentschieden. Ich werde diese nicht öffnen. Ich werde nämlich nur diese öffnen. Weil dort sind nämlich ein paar bessere Helden drin. Und das ist vielleicht auch ein bisschen spannender für euch. So, dann öffnen wir die mal. Alle einzeln. In der ersten Kiste haben wir einen Hexenmeister. In der zweiten Kiste haben wir einen Snowy Crab. In der dritten Kiste haben wir einen Eros. Crab brauche ich auch nicht mehr. Dann haben wir eine Candy Cane in der vierten Kiste. Dann einen Eros. Dann haben wir wieder eine Candy Cane. Crab. Dann haben wir einen Todesritter. Noch einen Todesritter. Eine Happy. Ja, die ist ganz nice. Ich glaube, die brauche ich sogar noch. Dann habe ich noch einen Snowy bekommen. Einen Orcsbane. Einen Kürbis, den ich endlich auf meinem Free-to-Play-Account habe. Ach ja, das Video schon, war schon geil, das Rollvideo. Okay, und eine Candy Cane nochmal im Anschluss sozusagen. Ja. War ja nicht so viel zu holen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich mache mit euch jetzt einfach nochmal im Anschluss nochmal ein paar Heldenproben, weil das Video sonst ein bisschen zu kurz wäre. So, ich sweepe schon die ganze Zeit immer L17, weil mit weil mit Anubis und Rose ist es einfach so easy, das hier zu schaffen. L18 schaffe ich leider noch nicht, aber ich glaube, das kann bis jetzt noch keiner farmen auf diesem Server. Zumindest habe ich da noch keinen weiter gehört zu. Und ich meine, wenn man L17 farmt und immer 100% das schafft, so, genau. L17 nochmal, dieses Todesritter, das ist irgendwie der einfachste Held, den man kriegen kann, finde ich zumindest. Der kommt zwar einmal wieder, aber ja, pff, ein Viertel, easy, 11.500. Ja, einfacher geht's nicht. So, was haben wir hier eigentlich noch? Können wir hier noch irgendwas upgraden? Nee, aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, ich sweep jetzt nochmal kurz mit. Oh, jetzt habe ich hier noch meine Rose drinne. Nochmal die. Hier kommt die Monster, also die Wellen. Und habe vielleicht auch den Mino eine Stufe höher. Nee, leider nicht. Irgendwie hat mir das kaum was gebracht. Naja. Ich hoffe ja mal, dass ich demnächst mal meinen 8er Kriegsgott zusammen habe, aber ich glaube, das dauert noch eine Weile, weil im Moment habe ich, ja, oh, 3k Ehre. Wenn ich 6k Ehre habe, dann kann ich mir das machen, also brauche ich noch 3k. Perfekt, ja.
Und dann kann ich ja auch noch mal ein Video dazu machen, wie denn mein Mino mit einem 8er Kriegsscore 10 von 10. Ja, das wird schon nice, sag ich mal so. Vor allem als Supporter habe ich ja meinen Eros mit drinne. Den müsste ich eigentlich auch mal 10 von 10 machen. Sag mal, habe ich eigentlich noch Valentinas rumzufliegen? Weil wenn man die nämlich mal Devo machen würde, wäre das natürlich, würde das eigentlich auch Sinn machen. Aber ich glaube, ich habe die nicht zu liegen. Ja, sonst hätte ich die wahrscheinlich auch schon gemacht. Oder ich sehe sie jetzt gerade hier nicht. Doch, da zwei. Okay. Hier könnte ich theoretisch. Ja gut, nee, einer fehlt noch. Ja, aber das reicht erstmal auf jeden Fall. Weil die Valentina brauche ich ja nur für die Dungeons und ich benutze sie eigentlich auch noch für verschollenes Schlachtfeld. Aber da steht sie ja ganz hinten. Naja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vergesst nicht, das Video zu bewerten und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!